der ersten Runde. Oder Winners Round 2 sogar schon. Ja, Lucina gegen Roy. Grundsätzlich, Lucina ist wahrscheinlich ein bisschen gefährlicher, was Offstage angeht. Oh, schon mal ein schöner Anfang hier für Fuego Elo. Aber ich würde sagen, dass Roy so einen kleinen Vorteil hat, weil er einfach sehr gut gegen Floaties ist. Und einfach eine schnellere Variante von Marth und Lucina. Aber im Moment sieht es sehr gut aus für Fuego Elo. Allerdings müssen wir mal schauen, ob er das so halten kann. Okay, jetzt erste Combo hier gerade für Inkling. Schon mal ganz gut ausgehalten. Reicht noch nicht. Beide mit hohen Prozenten hier gerade auf dem Stock. Er versucht mit dem Upthrow. Den sofortigen Upthrow. Oh. Oh, ein bisschen zu früh Upbeat gedrückt. Ich bin mir sicher, er hätte irgendwie mit der Upbeat killen können. Jetzt der Upbeat killed von Roy. Erster Stock geht also an Inkling. Okay, Ausgleich hier von Fuego Elo. Das gleiche. Das Ganze bleibt auf jeden Fall knapp. Und hier schon mal eine gute Combo. Gut, also das, was Fuego Elo hier möchte, ist auf jeden Fall, ihn an die Edge zu bringen. Oh, jetzt hier aber die Back Air. In der Luft ist Lucina sehr angreifbar von Roy. Okay, jetzt hier Inkling auf Stage. Side B trifft. Jump ist noch da. Oh, tagged. Das hat nicht ganz gereicht. Fuego macht auf jeden Fall gut Pressure, aber killt immer noch relativ spät. Also zumindest später als Roy. Deswegen wird das hier gerade schwierig. Letzter Stock hier gerade. Wir spielen hier übrigens jede Runde Best of 5. Von daher wird dieses Set länger gehen als nur 2 Games. 100 Pro. 3 bis 5 Games pro Set. Und das wird hier jetzt gerade sehr schwierig für Fuego zurückzuholen. Fast Max Rage Roy. Okay, Forward Throw. Ah, da ist der Kill. Okay, also Stockausgleich hier jetzt gerade für Fuego. Aber 104% ist natürlich schwierig. Einfach weil Roy an der Edge so extrem gut killen kann. Oh, schafft es ihn irgendwie zu geben? Oh, hätte er den Downtilt noch reinbekommen. Okay, wir offstage. Inkling achtet auf jeden Fall drauf, dass er seinen Jump nicht einfach verschwendet. Und das war der Upthrow, oder die Up-Air. Das ist das erste Game für Inkling. Gut, ich habe auch schon gesehen, dass Walter White und Squallen spielen. Das starte ich auch schon mal, das Game. Leider off stream. Das heißt, die Begegnung
Ja, die Sieger aus dem Walter White und Squallen Set und Fuego Elo und Inkling Set können ja eigentlich auch schon direkt on Stream dann wieder spielen. Das heißt, ich mache hier schon mal so. Gut. Aber noch steht hier nicht fest, wer gewinnt. Inkling mit der 1-0 Führung spielen, wie gesagt, Best of 5. Schauen wir mal, wir bleiben auf Lucina, so wie es aussieht. Mal schauen, auf welcher Stage wir gleich spielen werden. So, wir gehen in Game Nummer 2. Wir sind wieder auf Pokémons. Okay. Also anscheinend hat es nicht an der Stage gelegen. Der Anfang war sehr gut für Fuego Elo. Er muss es halt irgendwie schaffen, Inkling rauszuhalten. Also auf Max Range am besten. Es ist jetzt natürlich kein Marth, der einen Tipper hat auf der Max Range, aber einfach der Strong Hit. Oh! Es war... Oh! Oh, und er kommt noch ran. Das ist... Oh, und er macht den Homie-Stock. Okay. I see. Ja, Roy hat eben den Tipper, sozusagen den Tipper, einfach den Strong-Hit von seinem... von seinen Moves nah an sich dran. Deswegen will man nie von Roy überrannt werden, weil seine Kombos einfach sehr gut sind. Und diese Side B halt super early killed. Da muss man sehr drauf aufpassen. Okay, wir haben hier gerade super Armor auf der Up B gesehen. Ja, die Nair auf jeden Fall sehr gut, um an der Edge Pressure zu machen. Von Lucina. Oh, kein Punish. Up tilt aber. In den Juggle-Situations eigentlich Lucina auf jeden Fall ein Charakter, der juggeln kann. Aber Roy ist halt Fast-Faller, da ist es manchmal nicht so leicht. Oh. Und Kanada. Ja. Yeah. Okay, also zweiter Stock geht an Fuego. So. Mal schauen, wie lange... Ah, killt das schon? Nein. Max Rage jetzt. Schauen, wie lange er diesen Stock noch halten kann. Okay, entscheidet sich für den Up-Throw und die Combo, aber bei Max Rage nicht mehr so leicht. Oh, er kommt wieder zurück on Stage. Das war wichtig. Kann jetzt noch wichtigen Damage machen. Der Jump war weg. Schafft es aber nicht, ihn zu juggeln. Sehr gut. Gut gewählte Edge-Option. Und der Kill für Inkling, der jetzt hier gleichzieht mit den Stocks. Und direkt eine Combo. Aber nur 28%. Direkt die nächste. Der Down Smash trifft nicht. Und Inkling kommt hier näher und näher ran. Holt hier gut auf und killt, wie gesagt, meist früher. Und die Back Air killt. Mhm. Das ist 2-0 für Inkling. Gut, also wir gehen wieder auf Pokémon Stadium, so wie es aussieht.
Man hat durchaus gesehen, dass das knapp wird. Aber mal schauen, wie wir hier im dritten Game sind. Was? Safe. Einen zweiten Kommentar. Tater. Ja gut, altes Getty 12. Ja. Gerade angekommen. Mhm. Nee, 2-0 für den Kollegen Inkling. Mhm. 89. Genau, gegen Fuego. Ah, das Game eben war schon gut spannend. Mhm. Oder gut aufgeholt. Hast du von draußen gesehen? Läuft das da schon? Mhm. Ja, perfekt. Oh, und die Nair, sehr gut. Und, das Timing nicht perfekt, leider. Aber knapp verfehlt, ist auch vorbei. Spielt die ganze Zeit Lucina, oder? Ja, okay. Bisher das dritte Game jetzt. Hat auf jeden Fall etwas Probleme. Oh, den hätte er haben können. Mhm. Er struggelt ein bisschen, den Kill zu bekommen. Jetzt zum Beispiel würde eine Nair an der Edge killen. Ja, er versucht es auch. Sehr gut. Gute Idee. Oh, da wollte er die Bäcke raushauen, aber... Leider schnell genug. Oh, der Air-Dodge. Und der Up-Tilt, ja. Killt auch mal bei 180. Was ich bisher noch nicht gesehen habe, ist so eine Up-B als Punish. Damit kann man... Also es ist nicht so leicht, Roy zu punishen, wenn er irgendwie zum Beispiel mit Nair aufs Schild spaced, aber... So eine Abi. Ja, das stimmt. Okay, 111%. Kann er den Stock halten? Bei Roy kann es nämlich sehr schnell gehen, dass man die Kontrolle verliert. Mhm. Okay, ja, versucht ihn offstage zu werfen. Kann aber leider nicht weiter anknüpfen. Oh, okay. Und? Ja, das war's. Ah, der Jumper ist immer noch da. Ah, sehr gut. Guck mal, da ist der Konter. Okay, also das sieht schon sehr viel besser aus. Schlau gemacht, schlau gemacht. Mich wundern, wenn Fuego das das Game noch verliert, aber ist auf jeden Fall nicht unmöglich, wenn Roy hier die Kombos gut ineinander chained. Mhm. Ja, guck mal, da war die Abi. Ja, ein fieser Tech Read. Dann könnte es auch schon ganz anders aussehen. Ja, einmal Jab Back Air am Rand. Oh. Okay, kommt da aus der Situation raus. Side B. Mhm. Braucht auf jeden Fall noch mehr Damage. Oh. Ja, okay. Ja, sehr gut. Ja, das sieht deutlich besser aus jetzt gerade für Fuego. Das soll... Oh, nee, noch nicht, noch nicht. Ups. Ja. Guter Read, guter Read. Ja. Nair One, dann Air Dodge rein. F-Smash, abgewartet. So schnell kann's gehen. Stabiler Kill. Was ist das hier? So. 2-0. W ist das noch nicht. Es ist noch kein W. So, 2-0. Reset. Reset das Ganze. Das war noch kein Sieg. Das ist nur 2-0 bisher gewesen. 2-1 also jetzt. Fuego holt auf. Safe Progress. 2-1. So, ich bin mal gespannt. Okay, also Walter White hat hier schon gegen Squallen 3-0 gewonnen mit seinem Sephiroth. Mm. Und wird als nächstes on Stream gegen entweder Fuego oder Inkling spielen. Oh. Mies, mies, mies. Ich habe euch übrigens in Doubles schon angemeldet. Ah, korrekt. Genau, dann könnt ihr gleich gegen Rob und Squallen spielen. In Doubles? Yes. Yes. Smash will. Smash will. Okay, also mal eine andere Stage. Ich kann sehen, wie man als Roy diese Stage nimmt. Ich glaube, das ist so für den Combo Flow ganz gut und man kann da früh killen. Mm. Ja, allein mit der Plattform ist das schon. Hat da den Air Dodge greedet. Okay. Oh, bringt sich aber in Gefahr. Oh, kein Tag. No Tag, boy. Kein Tag. Kenick. Nein. Ah, Smash 4 Sonic.
Oder ist das Ultimate Sonic schon? Ich glaube, es ist ja obwohl. Macht Ultimate sein, ja. Ja. Kennst du das noch? Ach, Goku. Bester Skin. So gut. Ja, ich hoffe, Cool sieht hier gerade zu. Shoutouts an dich. Schade, dass du krank bist. Ist so. Generell, viel Krankheit im Moment. Davon Flora auch. Ah, oh, okay. Sad. Ach, die sind auch beide nicht da? Eigentlich, ja. Eigentlich wollten die kommen, aber... Ja, nee. Ja, gute Besserung an euch, falls ihr gerade zuseht, zuhört. Gute Besserung. Außer an Cruel, der Pisser. Der ist 300 Tage im Jahr krank. Also schon eine Sensation, wenn er vorbeikommt. Aber ein Z? Ja. Oh, ja, war noch da. Sieht noch gar nicht so schlecht aus für Fuegole. Und, ja, okay. Oh. Ja, über Craig. Allerdings, drittes Game geht wieder von hinten los. Muss wieder aufholen. Und, ja, okay. Das wird jetzt schwierig. Okay, nice. Oh. Eine saftige Roy-Kombo. Oh. War knapp. Okay. Ah. Viele Tech-Chase-Situations hier. Ja, safe. Jet Backhand, das oder so reicht auch schon aus. Okay. Das ist also hier 3-1 für Inkling. Oh, 3-1. So. Not an option.